Willkommen zurück zu GTA 4, was geht mit dir? Okay, okay. Du willst Ärger haben? Los, zeig, was du kannst, du Sack. Du hast keine Chance. Oh, war die Polizei wieder in der Nähe? So, wir suchen jetzt mal das Telefonbuch ab. Nach wem? Fangen wir mal hier an. Dimitri könnte noch Aufträge für uns haben, also fangen wir da mal an. Schön der Reihe nach. Okay, dann rufen wir an Roman. Da geht auch nur der Anrufbeantworter an. Little Jacob, hast du was zu tun? Tja, hier geht's auch nichts. Vielleicht darf ich nicht gesucht werden, vielleicht geht's dann. Weil irgendwas müssen wir doch jetzt tun, irgendwer muss doch eine Mission für uns haben. Wir stellen uns jetzt mal schön ordentlich hier hin. Und tun's nochmal. Dimitri, aber Brucey, hat der vielleicht noch was zu tun? Ich weiß ja nicht. Ah, hier geht's weiter, okay. Okay, ich krieg Geld. Russian Revolution. Das klingt ja irgendwie nicht so gut. Wo musste ich hin? Zu irgendwelchen Docks? Also fahre ich hier lang. Oh, hallo. Where's the place? A warehouse on Mohane. I know the one. You see around the back. Hey, wir haben Unterstützung und das heißt, es dürfte gleich richtig losgehen, wenn man schon den Titel der Mission nimmt. Revolution. Oh, wow, wow. Da scheint einiges los zu sein gleich. Aber wir haben ja jetzt wenigstens einen Schützen als Unterstützung mit, also wird so viel nicht schief gehen, denke ich. Hoffe ich. Mal sehen, was hier abgeht. Wir sind ja auch schon relativ richtig gefahren, also dürfte es soweit nicht sein. Jo, hier müssen wir schon rein. Willkommen wieder mal im Hafen. Geh mir aus dem Weg, du Sack! So. Ach, da steht er auch schon. Würde ich sagen, steigen wir hier aus oder sollen wir den abholen? Nee, ich glaube, wir sind hier richtig. Ja. Hey Nico, glad you can make it. Yes. Hi Dimitri. You got the money? Sure. But I just wanted to say how grateful me and my bosses are for what you did. Good. Yes. And I just wanted to check something with you. Und was? Okay. You are Nico Bellic, correct? What is this? And you used to work the coast in the Mediterranean, smuggling people into Italy. I don't know what you're talking about. But you messed up. Uh-oh. And left a lot of bad debt. Ach du Schande. Out of pocket. Die Kreditteile, vor denen wir geflohen sind, sind wieder da. Hello, Nico. Hello, Mr. Bulgarin. Das ist der Russe, vor dem wir aus Russland geflohen sind. Oder, nee, nicht Russland, aus Serbien, denke ich mal. I didn't rob you. Von wo auch immer, wir sind geflohen vor dem Typen und der ist jetzt hier. Nicht gut. I had to swim for my life. I don't know what happened. I nearly drowned. My heart is bleeding. I did my best. I didn't fuck up. Okay, okay. Jetzt geht's los. Yeah! Boah, einfach draufhalten. Einfach draufhalten. Okay. Wer will noch? Ah, der war schon weg. Jo, erledigt. Bulgarin, den Namen habe ich mir nämlich gemerkt. Da hatten wir Roman von erzählt, dass wir geflohen sind, den seinetwegen, weil wir Schulden bei denen haben und nicht bleiben konnten. Oh Gott.
Ah, Mollo. Hallo, hallo, hallo. Ja, aber nur einer, toll, schönen Dank. Für dich. Boah. Die haben echt hartes Geschütz dabei. Zieh sie dir an, die Schweinehorn ab. Oh, die Polizei weiß auch schon Bescheid. Da! War's das? Na, noch nicht ganz. Hallo? Jetzt ist die Kacke ja wohl mal richtig am Dampfen. Jetzt haben wir Dimitri gegen uns. Mr. Bulgarin ist hier. Wunderbar. Steig ein, wir hauen ab. Werd dein Verhandlungslevel los, geht klar. Blaulicht machen wir aus. Die müssen ja nicht hören, wo wir langfahren. Oh, Verstärkung. Ah! Ah, ich dachte, wir können hier vielleicht ein bisschen driften, aber das hat nicht ganz geklappt, wie ich es wollte. Boah, wir müssen die loswerden. Wir müssen sie loswerden! Hey, wenn es gut klappt, müssen wir nicht mal was blechen für. Hier oben sehe ich nämlich keine blauen Punkte, die mich anleuchten. Also verstecken wir uns in der Seitengasse. Da, ich steck fest. Jetzt warten wir einfach einen Moment und fertig. Ich habe gerade erfolgreich uns einen Wagen verkantet. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus aus dieser Lage? Wir wechseln das Auto. Okay, jetzt würde ich denken, geht's richtig los mit GTA 4. Einer der Gründe, warum wir hierher gekommen sind, beziehungsweise warum wir geflüchtet sind, ist jetzt wieder hinter uns her. Also denke ich, könnte das Ganze noch was lustig werden. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so gut ist, sich mit diesem Bulgarin und den Leuten von Dimitri anzulegen. Die scheinen ja doch ein etwas größeres Unternehmen zu sein im illegalen Bereich. Hey, lass das mal bleiben, ich möchte das Auto. Na los, aussteigen. Steig ein, wir fahren los. Wohl war so viel zum Thema dein Freund Dimitri. War auf jeden Fall eine krasse Sache, das war ja mal eine richtig schöne Ballerei da drin. Und ich denke mal, so rasant wird es jetzt auch bald weitergehen. Los, rein da. Alles klar. Okay, wir sollen Roman anrufen. Dann machen wir das doch. Telefonbuch. Entschuldigung, Roman. Wohin müssen wir denn jetzt fahren? Ach da, anrufen. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal Richtung Waffenladen. Kann nicht verkehrt sein. Oh, die Leute scheinen hinter Roman her zu sein. Mann, jetzt geht's hier aber los. Oder der hat mal wieder Verfolgungswahn. Aber naja gut, beim letzten Mal war es ja dann auch berechtigt. Also sollten wir die Sache lieber ernst nehmen. Boah, aber ich will so ein Auto, das sieht doch viel besser aus. Eieiei, ich will das Auto, ich will das Auto, ich will das Auto. Schade, ich muss die Scheibe kaputt machen. Naja, egal. Oh, wieso kommt in dem Moment wieder ein Polizist? Und vor allem, wo ist der Sack?
Ach, da unten. Das hast du nicht mal mitbekommen. Komm schon, lass mich in Ruhe. Ah, der lässt mich nicht in Ruhe. Der kommt hinterher, der Sack. Lass mich und mein tolles Auto in Frieden. So, wir sind da. Aber es ist doch eigentlich ganz ruhig hier. Ich habe jetzt eher erwartet, dass mich hier ein paar Kanonen begrüßen, aber so scheint es ja nicht zu sein. Da steht Romans Auto. Ja. Aber wo ist er, ne? Roman, where are you? In here. I'm stuck. Was zum... Das ist jetzt nicht wahr. Shit, man. Okay. What are you doing in there? I got scared. People started calling the house and hanging up. You weren't answering your phone. What happened? We've got a big problem. Dimitri was not a man of his word. So we're dead. More or less. Everything was fine before you. Ja, ja. Jetzt geht das wieder los. Thank you. Thanks a lot. Es veni. Ne vidno. What's done is done. Yes. But there's a bigger problem. What? That guy I owed money to, Bulgarin. Yes, the guy in Europe, who lives by the Adriatic. Yeah, yeah, he's here now. Great. I'm sorry. I've ruined your life. No, don't be like that. We can find a way out of this. Bunch of idiot Russians. I will kill every one of them. No, that's exactly what you won't do. We don't have time for revenge. We can't afford it. What can we afford? We can lay low and start over. Please. Come on. Let's go back to the apartment. Okay. We can pick up our stuff and then get out of here. I'll call Mallory. She might have somewhere we can hide out. Und wieder müssen wir flüchten. Diesmal aber ganz aus dem Stadtteil, denke ich. Hier ist es jetzt nicht mehr sicher für uns. Also gut, holen wir die paar Sachen, die wir haben und dann nichts wie weg hier. Need to get out of Broker a few days. Any of your cousins have a place we could use out in Bohem? Nach Bohem geht's, okay. Beautiful and kind, I love you. We'll see you there. Du Sack. Maybe things are not so bad. This I did not expect. I was thinking about heading out of the cab business. Last night I had a dream. Really? Yes. You and I had a place of our own. Place where people come to eat and relax. Classy place. None of this fast food diner bullshit. We own a real restaurant. Tavern. It's a place of distinction, you know? I can't was zum... myself settling down. Not now, but in the dream. Ist hier gerade was explodiert? She's beautiful. You're like my Mallory. In the dream, oh. Mallory and me are married. In meinem Taxiladen ist irgendwas explodiert. This could be the start of it. Fresh beginning. All I know is we have to get as far from Dimitri and Bulgarin as we can. Oh ja, das stimmt wohl. But I have left something important at the apartment. Something I must show you, cousin. Alles klar. What the fuck? Ups. Das habe ich mir schon gedacht, deswegen habe ich eben angehalten. Oh, please! I've got to go in. I've got to get something. Leave it, cousin. This place is gone. They burnt it! They fucking burnt it, Nico! Jetzt zum Depot. Ah, das Auto, was explodiert. Ich glaube, das wird auch nicht so gut enden. Do you know how long it took me to get a place of my own? You got off the boat and I was here for you. I know you were. I got here and I had nothing. Ah, der ist jetzt zu Recht sauer. Ah, das dachte ich mir. Ach, du Schande. It's on fire. Fuck. Scheiße. Not my home, not my business, nothing. They took it all. I'm sorry, Roman. I'm really sorry, but we have to go. We'll meet Mallory and Bohan. We still have her. Alles klar, auf nach Bohan. Good you've done me. Jetzt sei nicht so gemein zu mir. Ich hab das nicht gewollt. Ja, das war's. Hier ist alles kaputt. Uns hält hier nichts mehr abhauen. You don't,
because it was easy for you. You had it all from day one. It took me months to get some cash together. Finally, I bought a cab, and then another. Then I got the depot. I slept under my desk at that place for over a year. Then I got the apartment. The apartment you thought was so shitty. Well, it doesn't matter. And now it's gone, along with everything else. I said I was sorry. Ja, ich fahre ein bisschen vorsichtiger mit dem Auto, weil ich das irgendwie cool finde. Will ich behalten erstmal. Computer smashed. I've been beaten up. I was kidnapped and then shot in the stomach. My apartment got burned down and so did my business. Things have been going so great. Just great since you showed up. You remember that time when we went to the bar back home and found it razed to the ground? Just a pile of rubble. Everything smashed. Except for that one bottle of vodka. Yeah, we sat down and finished it off there and then. Wait, wait, I don't want to talk about back home. We're here in America now. And I should be thinking about my life here. My life, which is ruined. Just drive, shut up, drive. Okay. Hey, beautiful. What's up? No, what do you mean? I haven't been crying since my allergies. It goes wearing this new cologne. Yeah, trying to impress Michelle or something. They're coming to your cousins, are you there? Da. Okay, ich muss ein bisschen schummeln. Ich darf mich doch hier reindrängeln, oder? It was just that. A dream. I can't have the tavern now. I have nothing to buy it with. I have nothing. I told you. You still have Mallory. But I wanted to really have her. I wanted to marry her. You can still do that. I had bought her a ring. That is what I wanted to show you. It was a beautiful ring. Oh, fuck. It was with you. Now I have nothing. Come on. Roman, pull yourself together. You've been here before. Positive mental attitude. Come on. Was zur Hölle? At least they want me dead and not you. I do not think it will be much difference to them, Nico. One dead Balik will give them a little bit of happiness while they wait for next. I do not care. We are in this situation. We must deal with it. Bring on Bohan. Okay. Alles klar, Roman hat sich beruhigt. Ja, so sieht's aus. Jetzt müssen wir bei Null anfangen. Und gucken, wie wir überleben. So, eine neue Bude, die aber auch nicht groß besser aussieht als die alte. Home sweet home. Not so bad. Naja, besser als die alte auf jeden Fall. Pressing women with a wonderful hot tub, but this looks okay. Yes, great. Come on, what's wrong? What's wrong? What's wrong? Where should I start? All right, I'll start with you. What's wrong with you? 15 minutes ago, you were cowering in fear because you didn't know what was going to happen. Now, you know everything is shit, and we're going to be killed, and you're all cheerful. I don't get it. I guess I'm an optimist. An idiot. No, optimist. I was bought a broker anyway. What the fuck? Oh man. Roman ist echt cool. Thanks, Nico. Thanks a bunch. Is that better? March. Thank God you're okay. Both of you. We're fucked. We're broke and on the run. No, I'm from up here, Nico. I know a bunch of people who might be able to help out. Why don't you come and meet me at the community center later on? I gotta go to work. Bye, Papi. Mwah, mwah. And have a shower. You smell a little, mature. So, I guess we start again. Sure. Das tun wir. I'm going out. Und wir sehen uns dann im nächsten Part zu GTA 4 wieder. Macht es gut!